Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ihr euch eine multifunktionelle Türklingel bauen könnt. Dafür habe ich jetzt mal das kleine Häuschen simuliert, also das hier soll ein Haus sein. Ist nicht ganz fertig und so weiter. Ja, und wenn man hier rein möchte, macht man entweder so, wenn einem das Haus natürlich nur gehört. Wenn man fremd ist, klingelt man einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hört, ich habe den Ton ein bisschen leise. Mal gucken. Ihr hört's. Es kommt Ton. Und so sieht das Ganze aus. Hier sieht man jetzt nichts. Und hier mit den Redstone-Repeatern und den Notenblöcken sieht man das. Ich zeige euch das nochmal an einem neuen Beispiel. Ich habe jetzt natürlich vergessen, mir eine Tür zu craften. Mach ich mal eben schnell. Ja, die Klappe Minecraft. Also, ihr braucht für diese Türklingel. Es gibt die natürlich auch noch in einer einfachen Version. Aber ich zeige dir jetzt mal komplizierter. Dafür braucht ihr eine Tür, Redstone Repeater, Redstone Fackeln, Notenblöcke, einen Knopf und dieses Ding hier. Und ich frage mich, wieso kriege ich eigentlich meine Sachen nicht wieder, mein Holz? Ich habe doch gerade mehrfach Holz reingeschmissen, das habe ich jetzt alles nicht wiederbekommen. Ist entweder wie ein, nee, ich wollte schon sagen, ich wollte schon auf die Barrikaden steigen. So, zunächst einmal bräuchtet ihr den groben Umriss eurer Tür. So ungefähr sieht es dann aus. Dann sollte das so aussehen. Und der Rest ist eigentlich egal. Da kommt ihr hier hin. Packt ihr den Knopf hin. Ihr seht, die Tür geht automatisch auf und wieder zu. Dann packt ihr hier eine Redstone-Fackel hinter. Hinter diesem Block. Und natürlich ganz wichtig auf Höhe dieser Klingel, damit er es ausgeht. Damit der diese außer Kraft setzt. Dann kommt hier die Redstone-Leitung hin. Und hier kommt wieder eine Redstone-Fackel, die durch diese Redstone-Fackel deaktiviert wird. Und hier hinter könnt ihr jetzt was weiß ich was machen. Hier kommen dann jetzt meinetwegen eure Notenblöcke hin. Meinetwegen auch außerhalb des Hauses, solange es nicht weit, so weit weg ist. So, ich mache jetzt einfach mal 4. Das sieht einfach am besten aus. Und was weiß ich, noch hier einen hin, damit es nicht zu weit weg wird. Ups. So. Nun kommen die Repeater. Ich kriege meinen Redstone nicht wieder. Das finde ich echt zum Kotzen. Kümmere ich mich gleich nochmal drum. Ihr baut die alle hier hin, so wie die sind. Und fangt die hier an. Der kriegt keinen drauf. Der kriegt einen drauf. Der kriegt zwei drauf. Und der kriegt drei drauf. Dann kommt hier wieder der Redstone hin. So. Und dann kommen die Notenblöcke. Nun könnt ihr noch die Tonhöhen einstellen. Also ich habe immer einen ganz tief. Moment. So, Meinung auf der. Dann. Oh, das ist sogar. Ein meinetwegen hier. Ein da. Was weiß ich, den könnte ich hier wieder tief machen. So. Dann seht ihr, ist das hier soweit verbunden. Und wenn man hier drauf drückt, aktiviert das. Beziehungsweise wird die deaktiviert. Somit aktiviert sich die und die setzt dann diesen Stromkreis in Bewegung. Ich mach mal. Ihr hört, da kommt eine Melodie zustande. So kann man auch, was weiß ich, wie komplizierte Klingelmelodien machen, was weiß ich, Zelda und sonst was. Ist alles möglich, aber das ist halt das grobe Gerüst und hier könnt ihr euch noch Mauern drum bauen und sonst verwendet das ihr einfach als Raumabtrennung. Das geht ja auch. Macht ihr eben eine dreifach dicke Mauer oder so, keine Ahnung. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und man sieht sich.